Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute seht ihr mein Gesicht nicht, weil ich will hier vorne etwas zeigen. Ihr seht ja schon, ich habe hier irgendwie Kram rumliegen und so. Auf jeden Fall habe ich in letzter Zeit öfters Nachrichten von euch bekommen, dass ihr halt nicht genau wisst, wie ihr Klemmkugel oder Segmentringe selbst reinbekommen sollt. Und gerade ist auch nicht eine gute Zeit zum Piercer zu gehen, es hat ja alles zu. Und deswegen möchte ich euch mal zeigen, wie man das theoretisch auch zu Hause machen kann. Dafür habe ich drei Werkzeuge hier, die lohnen sich auf jeden Fall, sich die zu holen, wenn man oft solchen Schmuck trägt. Und das möchte ich erstmal vorführen. Als erstes habe ich hier eine Ringöffnungszange. Das ist eine ziemlich brutale, die geht bis zu einer Materialstärke von 10 mm, aber das braucht man ja im Normalfall nicht. Dann habe ich hier eine Ringschließzange. Man sieht hier schon die Kugeln, wo dann der Ring rein passt so. Unten den Kugelgreifer, da habe ich auch schon die Kugel drin von dem Klemmkugelring, den ich gleich schließen möchte für euch. Klemmkugelringe sind meistens so, dass man die aufbekommt, indem man an der Kugel zieht. Also die werden so geliefert. Meistens kriegt man die dann einfach schon auf. So, ich bin jetzt mit der Ringöffnungszange hier drin, aber ich mache es nur ganz leicht, weil ich nicht will, dass sich das natürlich verbiegt. Extrem. Und gucke, dass ich diese Kontaktpunkte da praktisch dran bekomme. Das Silberne hier, was ihr seht, das sind die Kontaktpunkte und die müssen natürlich an die Enden dieses Ringes. Das ist sehr krasse Fingerspitzenarbeit. So, hier seht ihr, jetzt habe ich das reingebracht eben mit diesen zwei Werkzeugen, wie neu. Jetzt, wenn ich das noch ein bisschen stabiler haben möchte, kann ich ganz vorsichtig mit der Ringschließzange daran gehen, ja. Aber nicht zu fest drücken, weil sonst verbiegt sich der Ring und dann ist er nicht mehr rund. Dann habt ihr irgendwie so ein Ei oder so. Das ist dann natürlich nicht so gut. Also es wäre das eine. Das sieht tatsächlich komplizierter aus, als es ist, wenn man das so am Tisch macht, weil an sich musste ich ja gucken, dass mir auch der Ring jetzt nicht runterfällt und so, aber wenn ihr das im Mund habt oder in der Nase, dann geht er ja praktisch so da dran, dann ist das ja sowieso safe dort. So, als nächstes haben wir hier einen Segmentring. Da ist es so, dass man den ein Stück aufbiegen muss hier, also bei manchen Segmentringen kriegt man tatsächlich das einfach auch so schon geöffnet. Aber gut, so. Die Teile sind so hergestellt, Leute, müsst ihr wissen, dass das ein bisschen zurückschnellt, wenn ihr das aufbiegt. Wenn es nur ganz leicht mit Druck aufbiegt, dann geht das auch wieder zurück und verformt sich nicht direkt. Hier ist es dann dasselbe Prinzip. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Also so ein Segmentring, der heißt so, weil eben ein Segment von diesem Ring dann fehlt. Und wir haben hier so kleine Böbbels dran. Das sieht man, ja. Und der Ring an sich hat Löcher und da müssen die praktisch rein. Da ist es auch dasselbe Prinzip, nur ein bisschen aufbiegen. Ich versuche das jetzt mal ohne den Kugelgreifer zu machen, weil ich habe noch nie mit einem Kugelgreifer einen Segmentring geschlossen, ehrlich gesagt. Ich versuche es mal einfach mit der Hand. Also wieder ein bisschen drücken und dann. Ja, das braucht ein bisschen länger. Oder ich glaube, ich nehme doch den Kugelgreifer. Also das Ding ist halt universal einsetzbar für alles, was man irgendwie festhalten will. Das ist ganz nett. So. Stabile Lage. Dann gehen wir wieder ran. Und nie zu stark, weil wenn sich das verbiegt, ist es eigentlich unmöglich. So haben wir einen zu. Habt ihr gesehen? Das geht wieder. Es schnellt halt immer wieder ein bisschen zurück. Die sind so hergestellt, dass es wie Gummi, der zurückgeht, könnt ihr euch vorstellen, ja? Und ja, ein bisschen festmachen wollen wir es aber nicht zu doll. So. Genau. Auf jeden Fall, wenn ihr das mal verbiegt oder so, ist es sehr, 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 sehr schwer, das wieder in eine Kreisform zu bekommen. Glaubt mir, als ich angefangen habe mit dem Zeug in der Ausbildung, als Azubi, so hockst du dich halt auch mal an so
übst halt teilweise auch wirklich nur den Scheiß aufzumachen und zuzumachen, weil es halt schwierig ist. Und da hatte ich echt einen hohen Materialverschleiß. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das geholfen hat. Wenn ihr zu anderem Schmuck Fragen habt, wie man den am besten reinbringt und so, mache ich euch auch sehr, sehr gerne ein Video drüber. Zum Beispiel Continuous Rings oder sowas, was jetzt hier in Deutschland nicht so oft vertreten ist. Es ist aber auch wichtig zu wissen, wie man die aufbiegt. Ja, einfach Fragen stellen und ich zeige euch das dann gerne auf Video. Dann bis bald. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und bleibt gesund. Ciao, ciao.